Irak war natürlich schon nochmal eine Herausforderung, den zu queren. Da muss man dann ein bisschen wissen, wo ist vielleicht gerade kritisch und wo nicht. Aber da kommt man mit anderen Reisenden und den Leuten vor Ort dann in Kontakt. Und die nehmen einen dann sofort aber auch bei sich im Hof auf und geben Bieten einem was, Duschen bieten an. Duschen an, was zu essen an. Die wissen eigentlich noch nicht mal, was Reisen eigentlich, was machen wir da? Also Leute aus dem Irak haben ganz andere Probleme. Ich bin die Jessica. Das hier ist die Paulina. Ich bin der Jonas. Ich bin Fabian. Wir sind die Familie Israel und kommen gerade von der arabischen Halbinsel. Gemeinsam reisen wir seit 2 Jahren in unserem Wohnmobil Wanda. Ja, die Wanda. Wir haben viel hin und her überlegt, was wir nehmen könnten. Bis hin zum LKW, Van, Selbstausbau. Entweder ist am Geld gescheitert oder an der Zeit, die wir nicht opfern konnten. Und wir wollten eigentlich ein kompaktes Fahrzeug haben, wo man auch immer noch in der Stadt parken kann und eigentlich überall noch wenden kann. Und dann haben wir gesagt, komm, schauen wir nach einem normalen Wohnmobil. Sind auf dieses schöne rote Exemplar hier gestoßen. Der Verkäufer meinte, man könnte es einfach nochmal abziehen und einen alten Glanz erstrahlen lassen. Hat nicht so ganz so funktioniert. Hat ganz davor wohl mal einer Bodypainterin gehört, die dann damit von Messe zu Messe gefahren ist und hat jetzt auch noch ein paar Rückstände davon dran. Und genau, das ist ein 1,9 Liter Fiat Ducato 230, Baujahr 2000 und hat nur 90 PS, also leicht untermotorisiert. Wir haben immer wieder das Problem, dass er von der Temperatur dann zu heiß wird. Aber trotzdem sind wir damit überall zurechtgekommen. Dann muss man mal berghoch die Heizung anmachen, Fenster runter, während die anderen die Klimaanlage aufdrehen. Aber auch das funktioniert. Und wir haben dann uns mehr darauf konzentriert, so Erweiterungen zu machen, technischer Natur, besseres Fahrwerk, dass wir ordentliche Scheinwerfer drin haben. Zahlt sich aus, dass man nachts den Platz gut sieht. Unser Wunsch war es schon immer, eine längere Auszeit zu machen, ein Sabbatjahr. Davon haben wir schon immer geträumt. Wir sind früher viel gereist, immer mit dem Rucksack. Sobald wir frei hatten, jede freie Minute haben wir unsere Sachen gepackt und sind los. Und als die Kinder dann da waren, hat sich es einfach super ergeben, dass wir Elternzeit nehmen konnten und somit den Beruf nicht aufgeben mussten. Wir hatten immer davon geträumt, mal ein ganzes Jahr Auszeit zu nehmen. Was so eine unvorstellbar lange Zeit, ein Jahr. Dann sind wir in die Planung gestartet, haben uns ein festes Datum gesetzt, wann wir los wollen. Und dann haben wir festgestellt, die ganze Planung und was man eigentlich dann alles aufgibt, ist eigentlich so aufwendig oder da gibt es so viel zu tun, dass wir es eigentlich ganz ausreizen. Dann haben wir gesagt, bis zum Maximum, bis der Jonas eingeschult wird. Und dann sind wir auf die Dauer von 2,5 Jahren jetzt gekommen und seit 2 Jahren sind wir jetzt ziemlich genau unterwegs. Was ich nachgerüstet hatte, war eine befüllbare Gasflasche, funktioniert eigentlich weltweit. Bisher überall tadellos, das heißt, das Gas können wir überall tanken fürs Kochen und zum Heizen. Dann halt auf eine Trockentrenntoilette umgestellt und somit auch den Luxus einer Außendusche, die wir, wenn es warm ist, gerne nutzen. Und hier sehen wir immer noch die Rückstände des Bodypainting-Mobils. Genau, besonders fürs Arabische war es wichtig, dass wir Ersatzkanister dabei haben. Hatten eigentlich noch mal einen dabei. Das, teilweise gibt es Abschnitte, wo 400, 500 Kilometer keine Tankstelle kommt, wo es absolut notwendig war, dass wir dann Reservekanister dabei haben. Hinten verstaut dann die Sandbleche. Meistens kommen wir aber sogar ganz gut ohne Sandbleche klar und können uns so anders noch befreien. Man kommt eigentlich überall hin. Wir sind weitergekommen, als wir gedacht haben. Ein paar Spots muss man vielleicht auslassen oder man schaut, dass man mit Einheimischen im 4x4 mitfährt. Die Leute sind so gastfreundlich und man ist sofort in den Familien mit drin oder erlebt dann die tollsten Abenteuer und sind dann da mit einem Jeep durch die Dünen geheizt. Das hätten wir selber sowieso uns niemals zugetraut. Also man konnte eigentlich alles erleben, was andere im Expeditionsmobil auch erleben können. Man kann jetzt vielleicht nicht mitten in die Wüste rein, aber man steht trotzdem eigentlich so zwischen Dünen
unter Sternenhimmel und kann das genauso, die ganzen Erlebnisse mitmachen. Klar, man konnte nicht an absolut jede Stelle kommen, aber das ist eh die Frage, ob wir 100 Kilometer in die Wüste reingefahren wären mit den Kindern, wahrscheinlich auch mit einem Expeditionsmobil nicht, weil einfach die Vorbereitung so groß wäre, hätten wir wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ja, die Kinder wollen auch Abwechslung und die lieben das im Sand, aber das hat ihnen auch absolut gereicht an den Stellplätzen, wo wir waren 100 Meter hohe Dünen in der Rub-Alkali, die wir durchqueren konnten. Genau. Und das Abenteuer war trotzdem gigantisch groß. Wir waren halt am Rande quasi und trotzdem haben wir alles gesehen, was wir sehen wollten. Oder wir sind halt gewandert. Also da, wo wir nicht hinfahren konnten, nicht parken konnten, da sind wir einfach hingewandert. Wie in Europa auch, da gehen wir auch wandern in Nationalparks und dort geht es genauso. Genau. Und wir konnten uns eigentlich immer selber helfen. Luft rauslassen aus den Reifen, Sandbleche haben wir dabei, eine Schaufel, die Kinder wissen genau, was zu tun ist, die springen raus. Wenn der Papa schimpft, dann gleich alle Schaufeln. Ich bin noch panisch und fluch los, wie uns das passieren konnte und der Jonas buddelt eigentlich schon draußen. Weiß Kinder genau, abschnallt was. Und direkt raus mit der Schaufel und erstmal buddelt. Und meistens ist man eine halbe Stunde später wieder frei und freut sich und ist total stolz, dass man es geschafft hat. Ja, oder halt die Emiratis kommen, helfen einem. Ja, genau. Also, oder man kann gar nicht so schnell zur Schaufel greifen, da kommt dann schon irgendeiner angefahren und zieht einen mit seinem Pickup raus. Also es kann einem nichts passieren. Ich habe da noch so selber ein paar Kisten rangeschraubt, einfach um den Platz noch zu nutzen. Denn es ist wichtig, unser Trinkfilter und unser Wasserfilter, den haben wir überall weltweit im Einsatz. Und besonders dann im Arabischen, wo die Wasserqualität teilweise sehr durchwachsen ist. Da kommt das Wasser nur von Kanistern runter oder von großen Tanks. Und da war es dann wichtig, da gibt es dann zusätzlich noch eine Pumpe, dass wir das Wasser dann da durchpumpen können und immer gutes Trinkwasser haben. Klappspaten, mal eine Axt für das Feuerholz. Vielleicht auch noch ein wichtiger Tipp, wenn man ohne Allrad vor allem unterwegs ist und ohne LKW, der ohnehin immer Druckluft dabei hat, ist, was ich nur empfehlen kann, jedem dabei zu haben, einen ordentlichen Kompressor. Den hier habe ich mir tatsächlich in Saudi-Arabien gekauft, weil der heimische war dann doch etwas ein Spielzeug und die Offroad-Profis dort, die haben dort ordentliches Material. Weil wenn man den Reifendruck dann stark reduziert, dann kommt man eigentlich überall auch durch den Sand super durch, auch mit dem Frontantrieb. Aber dann ist natürlich die Frage, wie pumpt man die Reifen wieder auf? Und dann ist halt gut, wenn man dann den Kompressor gleich dabei hat. Und dann, wenn man dann auf der Hauptstraße ist, kann man gleich wieder aufpumpen. Und eigentlich sind wir nur mit der Maßnahme und einem Klappspaten überall zurechtgekommen. Ich habe hinten noch eine Luftfederung nachgerüstet, das ist bei so einem Wohnmobil sehr gut. Gerade wenn es ins Gelände geht, dass man hinten noch mal eine bessere Federung hat, die kann man hier aufpumpen. Wenn im Wohnmobil relativ wenig Platz ist, hat die Elektrik hinterm Fahrersitz Platz finden müssen. Und das ist dann hier alles verbaut, 2000 Watt Wechselrichter, Solaranlage, wir haben 400 Watt Solar auf dem Dach und eine 200 Amperestunden Lithium-Ionen-Batterie, die ich selber zusammengebaut habe und die ist ja auch hier unter dem Fahrersitz. Also wir haben gespart im Voraus viel, dann haben wir eigentlich ganz viel verkauft, das Auto, Motorrad, alles zu Geld gemacht, gleich mal den Hochstand minimalisiert, sowieso dann sehr empfehlenswert, dass man sich dann mal einschränkt mit allem. Und ansonsten haben wir noch ein Haus, das haben wir vermietet als Ferienwohnung und die ersten 1,5 Jahre. War dann aber ziemlich aufwendig, wenn man ja von unterwegs nicht so richtig Einfluss drauf hat und braucht dann Leute, die sich drum kümmern. Und seit einem Jahr arbeite ich remote. Ich bin Elektroingenieur und kann eigentlich von überall auf der Welt dann momentan auch arbeiten. Also hier ist meine Nähmaschine drin. Und dann auseinanderbauen. Und wenn ich Zeit habe, dann kann ich in Ruhe nähen. So. Genau, hier habe ich Leder und Sohle für Barfußschuhe, die ich mir genäht habe. Und hier ist meine Nähmaschine. Ganz einfaches Stück, also nichts Besonderes. Ja. Und da ich halt nicht so viele Stiche habe, muss ich mich halt mit einem Geradstich oder mit einem Zickzackstich begnügen, aber Hauptsache es wird grad. Ich habe mir die Nähmaschine irgendwann mal gekauft, weil ich mir eingebildet habe, ich kann Hosen hochnähen. Habe ich nie hinkriegt, ich konnte nie nähen. Und auf jeden Fall habe ich dann gesehen, es gibt wunderschöne Wollstoffe zu kaufen, Wolle, Seide.
mit Mustern drauf, eben gerade mit den Eichhörnchen oder so. Und ich dachte, ja gut, dann muss ich halt selber ein T-Shirt anfangen zu nähen. Und so bin ich dann zum Nähen gekommen. Und das hat jetzt so viel Spaß gemacht, dass es immer irgendwie weiterging und ich dann für uns die ganzen Oberteile gemacht habe. Und ja, 90% unserer Oberteile sind jetzt quasi Wolle-Seide. Im Arabischen war es zum Beispiel für mich als Frau gar kein Problem. Am Anfang wusste ich auch nicht, was ich anziehen soll. Habe natürlich lange Sachen dabei gehabt, ein bisschen sackähnlich, dass man keine Kontur sieht und so weiter. Wusste auch nicht, mit dem Kopftuch soll ich eins aufsetzen oder nicht. Klar, man kommt sofort mit den Einheimischen in Kontakt und habe die dann auch gefragt. Und dann war klar, die machen einen Unterschied zwischen mir, Ausländerin, und den Einheimischen. Also sowohl die Männer als auch die Frauen haben mich dann immer so als Schwester angeredet, hey Sister. Und dann war klar, da ist dann irgendwie eine andere Distanz halt da, und die haben auch gesagt, ich brauche mich dementsprechend nicht anziehen, ich kann normal rumlaufen, klar, natürlich nicht kürzen und so, also schon angemessen, aber dass das auf jeden Fall ein Unterschied ist. Ich habe mich nie irgendwie komisch gefühlt oder unwohl gefühlt dass ich ängstlich war oder so, nie. Also für mich war immer klar, absolute Respekt. Eine große Gastfreundschaft und ein ganz großer Stolz, dass Leute von so weit her fahren, genau, in einem eigenen Fahrzeug. Ja. Und viele hatten zu uns auch gesagt, bevor wir los sind, oh, wie, fahr da nicht hin und es ist gefährlich und passt auf euch auf und da können so viel passieren. Und wir können nur sagen, das sind die sichersten Reiseländer für uns gewesen. Wir kennen Leute, die sind in Spanien und Italien ausgeraubt worden, teilweise sogar im Wohnmobil, als wir drin geschlafen haben. Wir hatten da nicht einen Tag oder eine Situation ein schlechtes Gefühl. Es sind immer Leute, ist sofort hilfsbereit. Und wir waren an Grenzen zum Essen eingeladen, über mehrere Stunden von Grenzbeamten. Das muss man sich mal vorstellen. Wo wurden an der Grenze eingeladen? Der hatte mir noch seine Telefonnummer mitgegeben, wenn irgendwas wäre und ich ihn besuchen kann. Und das meinen die dann aber auch ernst. Und ich glaube, es gibt wenig Kulturen, wo man so tief, so schnell eigentlich dann auch mit den Leuten in Kontakt kommen kann. Und mit unserer Schrottkarre, wir sind da behandelt worden wie Könige. Ja. Also wirklich, wir waren die Fremden, wir waren die Gäste, jederzeit absolut wohlwollend und wirklich zuvorkommend. Trotz diesem Auto, wir waren in den reichsten Ländern der Welt und trotzdem sind wir so behandelt worden. Ja. Wir sind teilweise hier daherkommen, Wasser war immer ein Problem, also Wasser zu bekommen, teilweise wirklich abkratzt daherkommen, und die Leute waren immer freundlich zu uns. Also wir durften immer bei den Leuten im Hof übernachten mit dem Fahrzeug, gerade im Irak. Irak war natürlich schon nochmal eine Herausforderung, den zu queren. Da muss man dann ein bisschen wissen, wo ist vielleicht gerade kritisch und wo nicht, aber da kommt man mit anderen Reisenden und den Leuten vor Ort dann in Kontakt. Und die nehmen einen dann sofort aber auch bei sich im Hof auf und geben einem was, bieten Duschen an, was zu essen an. Die wissen eigentlich noch nicht mal, was Reisen eigentlich, was machen wir da? Also Leute aus dem Irak haben ganz andere Probleme. Mhm. Und also war natürlich dann auch bedrückend zu sehen, was dort eigentlich passiert ist in den letzten 30 Jahren. Also alles zerbombt, zerschossen, alle haben eigentlich Familienangehörige verloren. Und trotzdem sind sie Fremden, aber erstmal so offen. Und freundlich dann gegenüber. Ja. Und man wird einfach toleranter. Die Kinder haben erlebt, was es bedeutet, eine andere Religion zu haben, sowohl in Israel mit den Juden, als eben auch dann im Arabischen mit den Moslems. Zum Schluss haben wir diesen Ruf des Muezzins so geliebt. Die singen, darf man nicht sagen, die rufen quasi live, und jedes Mal ist es anders. Jeder Muezzin ruft ein bisschen anders, mit einer anderen Stimmlage, und jedes Mal haben wir dann innegehalten und haben zugehört. Vermisst man auf jeden Fall. Genau, und das Beten, egal wo, die sind angehalten mit den Autos, haben dann quasi vor Ort und Stelle ihren Teppich ausbreitet und haben betet. Und ja, also man kriegt einfach ein ganz anderes Gefühl dafür, ein ganz anderes Verständnis auch. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit NordVPN entstanden. Denn durch NordVPN kannst du deine Lieblingsserien überall auf der Welt sehen. Durch das Ändern deiner IP-Adresse bist du anonym im Netz unterwegs und niemand kann zurückverfolgen, aus welchem Land du eigentlich zuschaust. Klick dazu auf den Link in der Videobeschreibung. Aber nicht nur dafür solltest du einen VPN benutzen, es lauern nämlich auch viele Gefahren im Netz, zum Beispiel der Man-in-the-Middle-Angriff. Du bist zum Beispiel in einem Café und willst im Internet surfen, also verbindest du dich ohne nachzudenken mit dem Netzwerk gratis Café Wi-Fi. Dieser Hotspot könnte aber ein gefälschtes Netzwerk sein, das Man-in-the-Middle-Angriffe möglich macht. Während du surfst, sammeln die Kriminellen alle sensiblen Daten, die du eingibst. Verschlüssele am besten sofort deinen Online-Verkehr mit NordVPN, damit er vor Kriminellen abgeschirmt werden kann.
Am besten sofort risikofrei testen. Den Link für deine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie findest du in der Videobeschreibung. Jetzt runterlassen, runterlassen. Ja. Also wir werden uns noch 4 schöne Monate machen in Skandinavien und im Baltikum. Und dann werden wir sehen, also Jonas wird tatsächlich im September eingeschult. Paulina sollte dann auch in den Kindergarten kommen. Aber wir werden sehen, ob uns das alles gefällt, ob wir so klarkommen. Und wir haben gelernt auf der Reise, man kann jeden Tag neu entscheiden. Genau, also absolut. Das beruhigt uns auch so. Also, dass wir einfach wissen, wir haben alles selber in der Hand. Und wenn uns irgendwas nicht mehr zusagt, dann können wir das einfach selber ja auch ändern. Und so viele verschiedene Lebensformen, die wir gesehen haben. Und jeder kann glücklich werden in seiner Lebensform. Und die können wir auch für uns dann immer wieder neu finden. Und wir wollen eigentlich die Kinder jetzt auch mitentscheiden lassen. Mhm. Die sollen Kindergarten und Schule kennenlernen. Und dann selber sagen, passt es so für sie? Wollen sie noch mal los? Hier oben haben wir die Lebensmittel drin. Wir kochen mit Gas. Der Kühlschrank ist ein ganz normaler Kühlschrank, wie man halt im Haus auch hat. Und ansonsten, keine Ahnung, hier haben wir unser Geschirr. Das ist alles, was wir brauchen. Töpfe, alles ganz genau abgezählt. Das Einzige, was ich brauche, ist ein Handrührgerät und ein Stabmixer. Damit können wir alles machen. Und die Omnia natürlich für Brot und Kuchen zu backen. Das ist alles, was wir einfach brauchen. Genau, dann geht's weiter. Unser Bad. Haben wir frisch renoviert, hat übel ausgesehen nach 2 Jahren Benutzung. Ich finde, es ist ganz schön geworden. Genau, der Fabi hat alles neu lackiert. Wir duschen da drin auch mehrmals die Woche, auch mit den Kindern. Deshalb ist das alles wieder neu abdichtet worden jetzt. Haben wir schon vor der Reise gemacht, jetzt nochmal. Genau, einfach so ein bisschen aufgehübscht, dass es nicht ganz so übel aussieht. Wir haben auch eine Trockentrenntoilette wie die meisten. Da oben schlafen wir. Also wir machen es so. Der Fabian hat dieses Bett zusätzlich reinbaut, weil eigentlich ist das Wohnmobil für 2 Leute ausgelegt. Wir sind aber 4. Wir wollten das kleine Konzept, aber einfach damit wir halt überall parken können. Und der Fabian hat das zusätzlich reinbaut und der Jonas schläft hier oben. Und wir haben dann eine Zeit lang gedacht, dass die Paulina hier unten schlafen kann, sodass wir schön hier oben im Alkoven schlafen können, Fabian und ich. Das hat nicht funktioniert, weil wenn wir die Kinder ins Bett bringen, dann machen wir die Vorhänge zu und dann haben wir da unten noch Eltern sein, können Film angucken oder können lesen oder ein bisschen arbeiten am Computer. Und dann ist das geschickt, weil die Kinder aufgeräumt sind. Dann wäre es blöd, die schlafende Paulina wieder hier runter zu verfrachten. Deshalb ist die aktuelle Lösung so, dass ich hochkletter, bei Paulina schlafe und der Fabian muss sich hier auf dem Sofa gemütlich machen. Das ist momentan die beste Lösung, einfach weil die Kinder halt früher ins Bett gehen als wir. Genau. Ansonsten haben wir hier halt noch unsere Ecke, wo wir dann einfach spielen können, basteln können, zusammen essen können. Jeder hat seinen Platz. Die Kindersitze bleiben immer da. Ist praktisch, weil die Kinder dann ja gleich höher sitzen noch beim Essen, beim Basteln und so weiter. Und gleichzeitig halt beim Fahren einfach auch ihren Platz haben und alles aufgeräumt ist. Wir wollten von Anfang an einen Hund oder ein Tier. Ich hatte immer ein Pferd und leider ist das Pferd halt alt gewesen, gestorben, bevor dann die Kinder überhaupt groß was mitgekriegt haben davon. Also war klar, nach der Reise wollen wir uns einen Hund hertun. Am besten irgendwie einen Straßenhund, weil das ist ja schön, wenn man so einem Tierchen dann noch ein Zuhause geben kann. Sowieso auf der Reise immer so viele Straßenhunde begegnet, die wir dann auch gefüttert haben. Und dann war uns klar, nicht vom Züchter, sondern wenn dann ein Tier ein Zuhause geben. Genau. Und im Beschen dann eine waschechte Türkin, weil einfach die Türkei eins unserer Lieblingsländer geworden ist. Und das hat sich dann gut angepasst. Die Lara, die herzerwärmende heißt dieser Name, die Lara, ein türkischer Name, die ist uns quasi mehr oder weniger über den Weg gelaufen. Wir haben eine Tierschutzorganisation angeschrieben, ob die einen Hund haben, einen Welpen. Wir wollten Welpen, weil wir eben ja die kleinen Kinder haben, dass die zusammen aufwachsen. Und dann ist uns die Lara vorgeschlagen worden und wir haben uns eigentlich sofort in sie verliebt. Haben dann erfahren, dass sie im Erdbebengebiet, wo jetzt in Südosttürkei das schlimme Erdbeben war, verschüttet worden ist sogar und wurde da von Hilfskräften geborgen und hatte sich die Hüfte gebrochen und war dann schon geheilt worden wieder in der Tierklinik und wurde nach Istanbul gefahren. Genau, genau. Als wir sie dann aufgenommen haben, war es schon wieder verheilt und wir konnten sie mitnehmen. Genau. Pfötchen, Pfötchen, sag ein Pfötchen. Guck
Atmen mal schnell. Und Kopf nach hinten. Doch. Boah, Jonas. Und wir haben es nicht mitgekriegt. Und wie weit? Wie viel ist denn heute? Boah, ist ja ganz schön. Heute ist das siebte, glaube ich. Das ist ja nicht Guck mal, das siebte. Vierte ist heute. So klein die Mama hat kein Datum mehr. Weißt du, der fünfte ist schon. Siebter, fünfter. Guck. Siebter, fünfter. Ich bin so klein war ich, wo ich jetzt? Ein Baby war. Und jetzt ich. Stimmt. Ja. Stimmt. Und Paulina ganz hinten mit den Fersen ganz nach hinten. Und? Wo ist Paulina? Paulina, du bist beim weißen Pferd. Guck mal, kann das sein? Nimm mal hin. Steh mal nochmal hin. Das kann ja fast nicht sein. Hier, die muss ganz hinstehen. Und? Nee, noch nicht ganz, Paulina. Nee. Dann mal. Hier sind wir, guck. 7.5.23. Schau mal. So viel bist du gewachsen. Jetzt bist du bei 1,8 Meter schon. Das ist ja schon beim Pony hier. Bald. Und der Jonas, wie groß bist du? Wir haben es 1,15 Meter, oder? 15, 16, 17, 18, 19. Nein, 1,16 Meter. 16, 17, 18, 19, 20. 1,16 Meter. Wirklich? Boah, seid ihr groß geworden. Da sieht man auch, wie die Oma es da uns sagt. Das stimmt, hat die Oma recht. Also wir finden auch, wenn man den Traum hat zu reisen, länger zu reisen, dann muss man es einfach machen. Die größte Herausforderung ist eigentlich, den Absprung zu schaffen aus seiner Komfortzone zu sagen, jetzt startet man. Es hilft auch, sich ein Datum zu setzen, wo man sagt, ab da soll es losgehen. Und ich glaube, man muss sich halt bewusst sein, dass unbequem wird. Und das ist aber im Nachhinein auch das Schöne dran. Alles, was unbequem war, sind dann die großen Geschichten. Und man muss nur in Kauf nehmen, dass es auch mal schwierig sein kann. Und dann wird man mit ganz viel Tollen belohnt. Gut, und man kann, also wie wir, das Haus kann man vermieten oder man verkauft es oder man vermietet die Wohnung unter, wenn man eine Mietwohnung hat. Also es gibt da immer Möglichkeiten. Ich meine, mit Kindern ist das Geschickte halt wirklich mit der Elternzeit, weil man dann halt eigentlich kein Risiko eingeht. Man kann zurück zu seinem Arbeitsplatz, genau. Man hat pro Kind 3 Jahre, pro Elternteil. Das heißt bei uns, wir könnten zusammen 6 Jahre einfach unterwegs sein, ohne Risiko. Das macht die Sache schon einfacher. Mein Projekt unterwegs war einfach, ich habe von vornherein Tagebuch geschrieben, weil ich wollte, dass dieses besondere Ereignis, diese Reise, dieses Abenteuer für uns halt unvergesslich bleiben wollte, für die Kinder einfach das aufschreiben und für uns haben von vornherein vorgehabt, ein Buch zu machen für uns. Und da aber jetzt gerade im Arabischen immer mehr Nachfragen von der Familie und von Freunden und so weiter kamen. Ja, und so viele Geschichten, die wir erlebt haben. Ja, das stimmt. Wirklich, wirklich Geschichten, die glaubt einem eigentlich keiner, gell? Habe ich halt überlegt, ich lasse das Ganze lektorieren und mache es öffentlich. Und ich habe früher vor der Reise immer irgendwelche Reiseliteratur gelesen, immer Reiseberichte und so weiter, hat mich inspirieren lassen. Und vielleicht hat jemand Lust, das zu lesen und ich kann denjenigen auch inspirieren. Einfach einsteigen, egal was man für ein Fahrzeug hat und los.